Hey ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal mit dabei und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich so viele Becken vorgestellt, jetzt müsste aber auch irgendwie mal was anderes zeigen. Und habe mir gedacht, da es auch angefragt wurde, mache ich heute einfach ein Video über ja, die 10 Tiere, die ich am interessantesten finde, beziehungsweise meine Lieblingstiere sind. Und ja, würde sagen, wir starten. Was machen wir denn? Von 10 auf Platz 1 runter? Okay, oder? Dann bleibt es spannend, ne? Wir machen das einfach so. Dann seht ihr jetzt erstmal Platz 10. Ja, wir starten mit Platz 10. Das ist bei mir tatsächlich der Antennenwels. Also ich finde, der Antennenwels ist einfach super variabel mittlerweile in Form und auch Farbe. Ich habe jetzt hier im Moment zum Beispiel den roten und ihr habt das ja auch im letzten Video gesehen, den gelben. Es ist die gelbe Variante, keine Ahnung. Genau. Und es gibt ihn ja aber auch noch in Weiß und in Schildblatt. Und ja, dann gibt es ja auch noch die Variation. Ich blende euch ein, wie die heißt, weil ich es gerade nicht weiß. Mit so kleinen Punkten auf dem Körper. Und als Jungfische haben die dann oben die Schwanzflosse halt so, ja, türkis. Und das finde ich total schön. Die hatte ich auch damals mal. War allerdings in meiner Anfangsphase. Ja, naja. Genau, also der Antennenwels ist auf jeden Fall ein, wie ich finde, super Fisch, weil er auch nicht so anspruchsvoll ist. Das ist bei mir immer so was. Also wenn Tiere so extrem anspruchsvoll sind, da bin ich schon abgeneigt, weil ja, das stresst mich dann irgendwie. Ich bin immer ganz froh, wenn ich hier Tiere habe, die sich dann auch mit wenig Aufwand wohlfühlen. Platz 9 ist der filigrane Regenbogenfisch. Ich glaube, er ist gar nicht so weit verbreitet, so in den Köpfen der Aquarianer, weil er halt auch an sich jetzt nicht so farbenfroh ist. Aber ich finde, dem sein ja, Verhalten, Balzverhalten, ist einfach super spannend. Die haben ja, ich habe halt jetzt leider kein Videomaterial, weil ich ihn schon lange nicht mehr gehabt habe. Und weiß jetzt auch nicht, wie das ist. Ich kann ja jetzt nicht irgendwas aus dem Netz hier einfügen. Deshalb, ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr das jetzt einfach schnell googeln, wie der aussieht. Ich finde halt einfach, also als erstes finde ich super interessant an dem Fisch, der hat einen ganz kleinen Mund. Das heißt, man kann ihn auch super gut mit Garnelen zusammenhalten. Da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Und so die Art und Weise, wie er schwimmt, wie er sich verhält, ist, ja, finde ich. Einfach, also er ist irgendwie so, wie ich finde, irgendwie sympathisch, weil er halt, ne, dadurch, dass er ja auch ja, da nicht die Garnelen frisst und so, einfach so ein lieber Fisch, der interessant ist anzuschauen, mit seinen ja, teilweise langen Flossen, wo er ja dann mit balzt und er hat halt auch wirklich was von einem Schmetterling, wie ich finde. Und man muss aber wissen, dass es. Also er ist schon nicht schwer in der Haltung, aber er ist einfach sehr filigran, ne? Und man muss ja da so ein bisschen auf die Ernährung achten. Das soll jetzt hier kein Video werden, wo ich euch erkläre, wie man die Tiere hält, aber das finde ich super, super wichtig, dass man das weiß, dass die halt ein sehr kleines Maul haben und da spezielles Futter brauchen. Genau, aber das ist auch ein Fisch, der noch auf meiner Liste steht. Also der soll da rein in das Aquarium. Also dafür habe ich mich schon entschieden. Auf Platz 8 ist der Kampffisch in allen Variationen und Varianten. Als letztes habe ich weibliche Kampffische zusammengehalten in der Gruppe. Das lief auch so ganz gut. Also ist mir persönlich lieber, weil ich dann auch mehr zu gucken habe, als wie wenn ich einen einzelnen männlichen Kampffisch halte. Ja, da bin ich dann einfach mit den Weibchen besser gefahren und die sind ja mittlerweile auch super farbenfroh. Also da,
die stehen den Männchen ja gar nichts mehr nach. Deshalb ja, bin ich da so ein Verfechter von weiblichen Kampffisch. Auf Platz 7 befindet sich die Apfelschnecke. Und damit meine ich die bunte Apfelschnecke, die hier ja mittlerweile nicht mehr erlaubt ist. Warum auch immer, den Sinn dahinter versteht, glaube ich, keiner so recht, weil sie jetzt auch mit der, wenn man sie mit der Spixi vergleicht, die ja wirklich an Pflanzen geht, ist die bunte Variante halt einfach, sie geht halt nicht an Pflanzen. Also es sei denn, man gibt hier nichts zu essen, dann kann das vielleicht mal vorkommen, aber so an sich, ne? Also der Grund, warum sie nicht erlaubt ist, ist absolut nicht nachvollziehbar. Und also hier in Deutschland auf jeden Fall. Und naja, ich finde, sie ist einfach aufgrund ihrer Farbvariation super spannend und vielseitig. Und es ist auch eine sehr große Schnecke, was ich auch ja, einfach toll finde, weil kleine Schnecken, die sieht man dann ja auch nicht immer so. Aber das sind einfach so richtige Monster, die man einfach immer sieht. Und es sind halt einfach sehr, sehr schöne Schnecken. Und ich hoffe sehr, dass vielleicht irgendwann dieses Verbot dann mal wieder aufgehoben wird, weil es einfach sehr schade ist, dass ja, man sie nicht halten darf. Auf Platz 6 befindet sich der Prachtflossensauger. Und da möchte ich mich auch gar nicht mit einer speziellen Art ich möchte mich halt nicht auf eine spezielle Art hier jetzt versteifen oder so, weil ich finde oder habe auch verschiedene Varianten gar nicht explizit geplant. Naja, ich habe sie halt geordert und mir ist dann halt im Nachhinein aufgefallen, okay, das ist nicht alles dieselbe Art, aber es ist auch völlig egal, weil ich alle schön finde und ja, hoffe, dass ich euch hier auch ein paar Variationen zeigen kann, die jetzt hier im Moment bei mir leben, in diesem Aquarium und auch in dem anderen großen leider noch. Ich habe mich immer noch nicht drum gekümmert, dass ich sie da raushole. Das ist einfach ein Fisch. Ich finde ihn super schön und auch sehr spannend, so von der Verhaltensweise her. Das ist so der Grund, warum er auf Platz 6 ist. Ich musste gerade noch mal nachschauen. Auf Platz 5 befindet sich die Garnele bzw. die Neocarodina. Caridina auch, aber ich halte sie ja jetzt nicht mehr so. Also Caridina sind einfach super, ja, variabel, spannend, schön. Es gibt so, mittlerweile so tolle Hochzuchten, aber da ich das nicht mehr so verfolge, also bei anderen schon, aber für mich jetzt gerade kommt das nicht so in Frage, bin ich gerade eher so auf dem Neocarodina-Trip und da gibt es ja wirklich, ja, auch viele Variationen, es kommen ja immer wieder neue dazu. Auch wenn immer noch keine pinke oder lilane Garnele existiert. Es wäre sehr schön, wenn das mal jemand zurechtzüchten könnte. Ich wäre der erste Käufer, Preis egal. Nee, Spaß beiseite, aber das wäre wirklich so ein Traum von mir, ne? So eine rosa oder pinke Garnele. Ja, das wäre richtig cool. Naja, ja, ihr wisst, ich habe hier ganz viele Garnelen. Also, okay, ihr wisst es noch nicht komplett, aber ich habe, glaube ich, so gut wie alle Farbschläge hier. Damit meine ich jetzt nicht die Rillis, aber so von jeder Farbe habe ich was hier. Und ja, ich finde an den Garnelen halt toll. Man kann sie halten, sie gefährden keine anderen Tiere. Also man kann sie gut kombinieren mit anderen Tieren, es sei denn mit Fressfeinden dann nicht, aber mit Schnecken, mit lieben Fischen oder was auch immer. Da hat man wirklich viele Möglichkeiten und das ist das, was ich an den Garnelen so toll finde und natürlich auch die Farben. Das erklärt sich von selbst, glaube ich. Auf Platz 4 befindet sich die Thylomelania. Und da finde ich also fast alle Varianten super spannend. Habe mir ja natürlich überlegt, wer macht denn das Rennen? Und das ist auf jeden Fall die orangene Thylomelania plus die Polkadot. Das sind so die zwei Varianten. Wobei, jetzt wo ich schon wieder drüber nachdenke, die Albino vielleicht auch noch. Die Albino ist einfach... Wobei ich da finde, das ist ja auch noch so ein Kreuzungsprojekt von mir, was ich jetzt dann auch bald starten werde. Die Haut von der Albino ist 1A.
Das Gehäuse gefällt mir nicht so, aufgrund der Farbe. Und hoffe, dass ich vielleicht da noch irgendwas reißen kann, irgendwie was verändern kann. Vielleicht ein schwarzes Gehäuse und dann Albino-Haut. Das wäre so ein Ziel. Das wäre ganz cool. Ja, auf jeden Fall, die Thule Melania ist einfach, sie ja, begleitet mich schon so lange und es ist einfach eine super schöne Schnecke, wenn nicht sogar die schönste und ja, interessanteste einfach aufgrund ihrer Färbung. Und sie hat auch ein super interessantes Verhalten, wenn man sich da mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat. Und ja, die befindet sich auf Platz 4. Ich hätte sie auch fast gerne auf Platz 1 gehabt, aber es gibt einfach so viele interessante Fische noch. Deshalb leider nur Platz 4 geworden. Kommen wir zu Platz 3. Auf Platz 3, also 1, 2 und 3, musste ich sehr lange überlegen, weil ja, es gibt so drei Fische, die ich einfach, ja, wo es mir schwerfällt, da Plätze zu vergeben. Auf jeden Fall auf Platz 3 befindet sich die Seenadel. Ja, ich glaube, sie ist gar nicht so publik. Also so langsam wird es ein bisschen, weil ich glaube, lange hat sich auch keiner so dran getraut, weil sie ja doch ein bisschen schwieriger ist in der Haltung. Und aber jetzt so langsam, auch durch Instagram und so, findet sie so ein bisschen Ansehen. Und auch zu Recht, wie ich finde, weil deren Verhalten ist so spannend. Und das sind halt einfach so Seepferdchen, ne? Ich meine, hallo, Seepferdchen, wer liebt keine Seepferdchen? Ist natürlich nicht das Seepferdchen, wie man es aus dem Meerwasser kennt, aber super, super, ja, zu, ich sag mal, 90% identisch, ne? Jetzt von der Form her vielleicht nicht, aber vom Aussehen, vom Verhalten und ja, spiele auch schon sehr lange mit dem Gedanken, ob ich mir nochmal Seenadeln anschaffe. Es ist nur leider so, dass sie wirklich regelmäßig in kurzen Abständen Lebenfutter brauchen. Und das ist was, da weiß ich halt nicht, ob ich das gewährleisten kann für immer, weil man ja vielleicht auch mal in Urlaub fährt und so. Und Urlaubsvertretung, der möchte ich halt auch nicht zumuten, dass die hier viermal am Tag rumkommt und die Seepferdchen dann füttert. Deshalb, ja, aber ich überlege noch. Also es wäre wirklich ein ganz großer Wunsch von mir, wieder Seenadeln zu halten. Ich gucke mal, was die Zeit so bringt. Auf Platz 2 befindet sich der Kap Lupus beziehungsweise alle Killifische. Also Killifische, ich weiß nicht, gibt es, ja, außer Kampffische vielleicht noch, aber gibt es Fische, die so farbenfroh und auch in ihrer Mimik, also ich blende euch mal ein Video ein, es sieht ja wirklich immer so aus, als wenn sie grinsen würden, ne? Und ja, ich hatte schon jetzt viele verschiedene Killifische und finde, der Kap Lupus ist ja einfach der schönste von allen. Also, weil er auch die Flossen entwickeln sich ja mit zunehmendem Alter immer so in die Länge. Und die sind dann einfach so wunderschön, die Fische. Also, jetzt derzeit habe ich keinen mehr leider, aber ihr wisst ja, für das große Aquarium sind sie ja geplant und da bin ich auch echt happy, wenn die dann ja da drin sind. Das sind einfach super hübsche Fische und auch interessant in ihrem Verhalten. Ja, der ist auf jeden Fall auf Platz 2. Ich hätte ihn fast auf Platz 1 genommen, aber ich glaube, jetzt wo ihr die ganzen Plätze kennt, könnt ihr euch auch schon denken, wer auf Platz 1 ist, oder? Auf Platz 1, jetzt das große Finale. Ihr könnt ja jetzt vielleicht mal in die Kommentare schreiben, bevor ich jetzt sage, wer auf Platz 1 ist. Mich würde mal interessieren, wer alles richtig liegt. Also wer meine Videos guckt, der könnte auf jeden Fall richtig liegen. Naja, und zwar auf Platz 1 befindet sich der, wer hätte es gedacht, der Burmastichling. Ja, und ich hätte gar nicht gedacht, dass es jemals so sein wird oder dass ich mich jemals an den Fisch dran traue. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es sind so, ja, super spannende, interessante Fische, filigrane Fische, so winzlige Fische, so süße Fische und in ihrem Verhalten auch einfach, ja, man hat immer was zu gucken, ne? Also, naja, vom Aussehen her, so der Körperbau ist einfach auch super spannend und süß. Und jetzt auch letztens, wo ich hatte ja 4 umgesetzt,
Eigentlich habe ich ja 5 und ich war schon ganz traurig. Ich habe gedacht, einer wäre gestorben. Und dann saß ich hier am Schreibtisch und gucke so und dachte so, oh, da ist ja Nummer 5. Und dann habe ich den Nummer 5 auch noch umgesetzt. Und es ist auch, wie ich glaube, ein Weibchen. Alles andere könnten eher Männchen sein. Also das Weibchen tut mir jetzt schon leid. Aber naja, bin ganz happy, dass ich mir diesen Fisch geholt habe. Und ich werde das auch noch ausbauen. Und ja, von der Farbe her, klar, die könnten ein bisschen farbenfroher sein, aber der ganze Rest macht die driste Farbe so sowas von weg. Also das ist meine absolute Nummer 1 im Moment. Hättet ihr eigentlich Bock auf so ein Top 10 Pflanzenvideo? Also was meine Top 10 Pflanzen sind? Oder noch irgendwas anderes? Meine Top 10 Aquarien, obwohl es sind ja nur 11, also das wäre vielleicht eher was für später, wenn ich noch mehr Aquarien habe. Was ja nicht ausgeschlossen ist. Also 2 sind ja auf jeden Fall noch geplant, die ich auch mit euch zusammen dann einrichten werde. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und hoffe, ich konnte euch unterhalten. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.